Ich weiß noch, mein erstes Video, was in den Trends war, war, glaube ich, Farid Bang Live Reaction, Bruder. Seitdem wir geboren sind, lernen wir dazu. Ich kenne viele Leute, die einen normalen Job haben und die das belächeln, so. YouTuber sein, Musik machen und so, das ist ja nichts. Wenn du dich traust, deiner Bestimmung und deinem Herzen zu folgen, dann kommt der Rest von alleine. Das werde ich nie verstehen, wie Leute ihr ganzes Leben opfern für jemanden, der dann oben sitzt und das, die ganze Kohle dann einheimst, so. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. What's up? Heute sind wir ein bisschen früher am Start, Digi. Definitiv heute ein oberkörperfreier Stream, Digga. Brutal heiß draußen. War kurz davor eigentlich an den Beach zu gehen oder so, aber da habe ich gedacht, komm. Lass deine Community nicht hängen. Ich gönne mir vielleicht mal ein bisschen Auszeit am Wochenende, Digga. Frag die Leute über ihr Sexleben aus, das interessiert alle. Bro, das ist vielleicht hier bei mir im Chat, Bruder. Aber nicht die ganze Welt denkt nur, obwohl. Ja, ist schon so, Digga. Ist schon leider so. Machst du eine Umfrage, wo du Menschen fragst, was deren Träume und Ziele sind und was sie davon schon verwirklicht haben, juckt es niemanden. Machst du irgendwie eine Umfrage über welche Stellung feiert ihr am meisten? Digga, kommst du in die Trends, Bruder. Das ist mir ja damals schon öfters passiert, Bro. Ich weiß noch, mein erstes Video, was in den Trends war, war, glaube ich, Farid Bang Live Reaction, Bruder. Zu der Zeit habe ich mir übelst den Arsch aufgerissen mit diesen, wie heißt das? Fitness-Action-Videos. Hab da Szenen gedreht, bearbeitet, Moves gemacht, Intro selbst erstellt, bla 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 bla. 10.000, 5.000, 15.000 Klicks. Eine Reaktion auf Farid Bang, wo ich einfach nur dumm lache und mir seine Sachen da reinziehe. Bruder, das Video hat mittlerweile 2 Millionen, 3 Millionen Klicks, Digga. Der ist das. So ist halt die Welt heutzutage. So. Man darf sich halt darin nicht verlieren, ne? Nur weil etwas funktioniert, also ich weiß, ich bin nicht so der Typ, der das dann auf Krampf durchzieht, so. Man muss ein bisschen spielen einfach so. Das habe ich auch gelernt. Man muss ein bisschen spielen einfach. Man muss hier und da kann man mal was machen, was Aufmerksamkeit bringt. Aber am Ende des Tages muss man schon so versuchen, man selbst zu sein, Digga, und nicht nur das zu machen, was Fame bringt. So, weil wenn du nur das machst, was Fame bringt, Bruder, dann machst du oft am Ende nicht mehr das, was dir wirklich am Herzen liegt. So, weil in dieser heutigen Welt bringt dir Fame meistens nur die beschissenen Sachen, so, weißt du? Die Welt ist leider regiert vom Teufel. Und Digga, Fame kriegst du mit Frauengeschichten, Drogensachen, Beefsachen, Hate, Trolling. Da läuft es immer am meisten, so, weißt du, was ich meine? So. Und wenn du das dann durchziehst, sehe ich auch bei vielen Kollegen von mir an der Stelle, die ziehen das dann durch, Bruder. Aber ich glaube und spüre, dass in deren Herzen eigentlich eine ganz andere Sache ist, aber die ziehen es halt einfach durch, weil es Fame bringt, so. Ne? Ist halt leider so. Korrekt, dass du dein Ding durchziehst und nicht auf easy nur mit Deutschrap-Reaction schnelle Patte mitnimmst. Ich küsse dein Herz, Bruder. So, ich bin auch dankbar für jeden, dem das auffällt und dankbar für jeden, der auch Support immer noch da lässt, so. Ich habe schon einige Formate gehabt, hätte ich die durchgezogen, dann hätte ich jetzt schon 1 Million Abonnenten, so. Also da können wir ganz früh, ganz hinten anfangen. Ich war einer der ersten Reaction-YouTuber, habe auf Farid Bang reagiert, habe mir seine Videos reingezogen, habe mich da weggepisst, habe meine Meinung dazu abgegeben und habe damit hunderte, tausend bis Millionen von Views gemacht. Hätte ich durchziehen können. Hätte einer der ersten YouTuber sein können, die nur Reactions machen. Habe ich aber nicht gefühlt, Digga. Ist mir zu wenig Aufwand. Ich habe mich abgefuckt, als ich mit dem Video in den Trends war. Auf der einen Seite habe ich mich gefreut, aber ich habe mich mehr abgefuckt, so. Dann habe ich auch angefangen, Deutschrap-Interviews zusammenzufassen und darauf zu reagieren. Hat auch brutale Reichweite gekriegt. Hätte ich auch durchziehen können. Sehe ich mich aber auch nicht. Ich wollte dann irgendwann einfach selber dahin und selber Interviews machen. Dann habe ich Street-Comedy gemacht, Straßenumfragen. Bruder, noch so ein Ding, was auf jeden Fall. Hätte ich das durchgezogen, hätte ich die brutale Reichweite gehabt, weil es war nie so, dass die Dinger weniger Aufmerksamkeit bekommen haben oder so. Ich habe nie zu dem Zeitpunkt aufgehört, wo dann der Hype weggegangen ist oder so, sondern weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, so. Genauso Comments Café, Interviews, das können viele Leute vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich bin so, ich muss immer weiter, ich muss weiterkommen. Menschen sind dazu da, um zu wachsen und nicht jeden Tag die gleiche Scheiße zu machen, so. Weißt du, was ich meine? Menschen sind dazu da, einfach besser zu werden. Seitdem wir geboren sind, lernen wir dazu. Wir wachsen vom Körper. Das ist ja nicht umsonst so.
So, wenn du geboren, du bist eigentlich, überleg mal, wenn du, wo du noch ein kleines Kind warst, Digga, du wolltest jeden Tag dazulernen, du wolltest jeden Tag was Neues machen, du wolltest dich immer wieder challengen und testen. Und wenn das verloren geht, meiner Meinung nach, stirbst du dann. So. Und deswegen bin ich halt immer am Wachsen, am Grown, Digga. Und auch wenn die Zahlen vielleicht nicht wachsen, sondern runtergehen, heißt es nicht, dass ich nicht selber als Mensch wachse. So. Ich habe in den letzten Jahren, Monaten so viel gelernt, Bruder. Da kannst du jeden scheiß Hype, kann mir den Buckel runterrutschen, Digga, sag ich dir ehrlich. Weil so viel Hype, wie ich hatte, so viel, wie ich gelernt habe durch die ganzen Sachen, die ich gemacht habe, ist einfach nice, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Leon, auf was für ein Video hättest du Bock? Fragezeichen. Ach Bro, ich habe ein paar Ideen, aber das will ich hier an der Stelle noch nicht leaken, Marco. Aber ich danke dir nochmal für die 2 Euro, bester Mann. Ich will einfach nur wachsen als Mensch, Bro. Das ist mein Weg, weißt du? Und ich will Menschen auf der Reise mitnehmen, auf diese Reise mitnehmen und inspirieren, motivieren, Bruder. So, ich muss nicht die heftigsten Abonnenten haben und ich muss auch nicht die heftigsten Millionen von Views haben oder nicht. Wenn es so sein soll, dann kommt das nochmal. Wenn nicht, dann nicht. Ich mache einfach das, wo ich Bock drauf habe, so, weißt du? Aber ich glaube schon, dass mit Musik auf jeden Fall noch einiges geht, Bruder. Ich habe 3-4 Songs rausgehauen und bin mit den Songs schon meiner Meinung nach sehr gut am Start, so vom Feedback her, aber auch so für mich selber, wenn ich die Songs vergleiche mit dem, was abgeht in der Szene, so. Selbst Rapper haben gesagt, dass es besser ist als der ein oder andere, der schon seit Jahren rappt, so. Und deswegen, da ist einiges an Potenzial noch drin. Das ist eine Sache, die habe ich ganz neu, ganz frisch angefangen quasi. Da geht's auf jeden Fall noch weiter, Digga. Yo, Leon, was fuckt dich in Deutschland am meisten ab? Eigentlich Neid und Missgunst, Bruder. Hast du gesehen, ABK hat ja in ein paar Videos dein Merch getragen. Yes, yo. Ich habe ihm auch persönlich dafür nochmal gedankt. Die Bräune tut dir richtig gut. Sie ist viel fresher aus dadurch. Bruder, aber ich war schon jetzt 2-3 Tage nicht mehr in der... Was heißt 2-3 Tage? Eine Woche, glaube ich. Ich bin jetzt seit Tagen nicht mehr am Relaxen. Nur noch am Livestream, Videos schneiden, Videos hochladen. Ich bin gerade wirklich krass am Gas geben. So. Ja, Mann, Dicker, deswegen, ich bin auch dann noch mehr dankbar für jeden Support, so, weißt du, weil ich gebe gerade wirklich brutal Gas, so. Ich bin quasi 24 Stunden nur im Hustle. Das letzte Mal gechillt, wo ich einfach rausgegangen bin an Beach chillen oder so, ist jetzt schon 10 Tage her oder so und ich will das auch so beibehalten. Vielleicht gebe ich mir einen Tag alle 2 Wochen oder 2 Tage, aber erstmal muss gehustelt werden, so. Und deswegen bin ich dankbar für jeden Einzelnen, der supportet, so, der die Videos einschaltet, der Kommentare schreibt, der donatet, der Mitgliedschaften abschließt. So alle, die das zu schätzen wissen auf jeden Fall. Ich küsse euer Herz. Weil es ist, Bro, das ist halt so, für euch scheint es so easy auszusehen. So, ja, Digga, der macht da sein gemütliches Leben und so. Aber Bruder, jeden Tag 2-3 Stunden Livestream, ein Video auf dem zweiten Kanal jeden Tag und ich mache alles selber. Ich schneide die Videos selber, ich hau die Videos selber raus, ich mache alles selber so, ne? 2 Videos will ich jetzt die Woche, also ich will, dass ihr Bescheid wisst, ich will auf dem Hauptkanal 2 Videos die Woche erstmal einsteigen wieder, Mittwoch, Sonntag, auf dem Zweitkanal jeden Tag und dann gucken wir weiter. Wenn der Content mehr wird, wenn ich ein bisschen Arbeit vielleicht auch abgenommen bekomme irgendwann, dann kann man auf dem Hauptkanal auch wieder noch mehr Videos die Woche raushauen, aber ich konzentriere mich jetzt gerade, dass das wenigstens mal wieder stabil läuft mit den 2 Videos die Woche und auf dem zweiten Kanal jeden Tag ein Video. Und ja, was ich sagen wollte, die Leute denken immer, dass es so ein easy Job ist, Digga, dass es so leicht ist, so, weißt du, ich meine, aber es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, Bruder. Erstmal musst du dir die Reichweite aufbauen, was sowieso schon schwer ist, gerade heutzutage. Dann jeden Tag auch abzuliefern, jeden Tag irgendwie gut drauf zu sein, den Leuten, die deinen Stream anschauen oder deine Videos anschauen, auch ein gutes Gefühl mitzugeben. Bro, das ist alles nicht so einfach, wie das aussieht, so, weißt du? Ich kenne viele Leute, die einen normalen Job haben und die das belächeln, so, YouTuber sein, Musik machen und so, das ist ja nix und dies, das, bla, bla, bla. Aber Bro, da steckt schon auch Arbeit dahinter, so. Darf man nicht unterschätzen. Schneidest du die Videos selber alle? Yes, sir. Alles selber. Alles selber. Ich habe nicht eine Unterstützung, was das angeht. Kann ich mir auch gerade nicht leisten. Aber ist auch gut so. Guck, Frank sagt es, aber safe leichter als viele andere Jobs. Das sagst du so einfach. Mach das mal. Mach das mal. Ist nicht vergleichbar mit einem 9-to-5. Ja, aber du sagst, es ist safe leichter so, aber mach es doch mal, Digga. Weißt du, wie ich meine?
Das ist ein 24-7-Job. Du bist im Kopf nie wirklich raus. Du denkst immer so, weißt du, wie ich meine? Vor allen Dingen auch, wenn es mal nicht läuft oder wenn Probleme kommen und dann auch Hate kommt, 1000 Leute beurteilen dich und so. Das ist auch psychisch kein einfacher Job, Digga. Vor allen Dingen nicht, wenn du es jahrelang durchziehst. Weißt du, wie ich meine? 12 Stunden Baustelle, Fragezeichen. Ja, ist was anderes, ne? Wenn du 12 Stunden auf einer Baustelle arbeitest, dann musst du dir halt über nichts, also Leute, die einen Chef haben, die einen Job haben, wo die jeden Tag einfach hingehen und abliefern, ich habe da genauso viel Respekt vor. Genauso viel, mindestens genauso viel Respekt vor. Nur ist es trotzdem einfach nicht vergleichbar, Bro. So. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich auf so normale Arbeiter neidisch war, Digga. Weil die halt einfach einen Chef haben, der für die entscheidet, so. Die haben einen Chef, die müssen aufstehen, die müssen sich nicht selbst motivieren. So, die müssen einfach, Digga, weißt du, wie ich meine, so? Also die müssen jetzt nicht, aber das ist einfacher, Digga, weil du hast diese Gegebenheiten vorgegeben, so. Du musst dann und dann aufstehen, du musst dann und dann hingehen, du hast dann und dann Urlaub, du triffst keine wirklichen eigenen Entscheidungen, wann du arbeitest und wie du arbeitest, so. Bist du selbstständig, egal in welchem Bereich? Bruder, denkst du eigentlich, also ich denke den ganzen Tag darüber nach und ich denke 24 Stunden so, es gibt keinen Feierabend und ich muss mich selbst motivieren, selbst in den Arsch treten, selbst durchziehen, manchmal bist du alleine, hast niemanden da, musst trotzdem weiter durchziehen, so es ist alles, es ist alles eine Sache der Perspektive so, aber ich habe Respekt vor jedem, der sich einen Arsch aufreißt in seinem Beruf. Er ist das. Mehr Vlogs wären geil, wie zum Beispiel, wie es ist, in Mexiko zu leben, Supermarkt einkaufen, dies, das, wie leben die Menschen dort, wäre nice. Ja, das Ding ist, ich wohne jetzt hier schon so lange, dass ich schon vergessen habe, was ihr alles nicht so für Eindrücke nicht so richtig gesehen habt. So, weißt du, wie ich meine? Also so ein Einkaufsvlog wäre, glaube ich, auch nochmal interessant. Wie Menschen leben, so, ich will halt auch nicht disrespekten und in irgendwelche Häuser einfach so reinlaufen und so, aber... Das können wir auch mal, vielleicht mal so ein Vergleich, Digga, die reichen Orte und die armen Orte oder so. Fühle ich, was du sagst, Leon, hab einen Shisha-Laden und die Leute denken, ich chille da den ganzen Tag und rauche Pfeife, ja, Bro. Ja, kommt auf die Tätigkeit an. Wenn man in Positionen mit Verantwortung ist und Projekte leitet, dann kann man die Sorgen bestimmt auch nicht, mit nach Hause nehmen. Ja, da kenne ich auch sehr viele Leute. Aber das hat für mich auch eher einen selbstständigen Charakter. Und das ist auch dann der Punkt, wo ich es nicht verstehe, warum diese Menschen sich nicht einfach selbstständig machen. So. Ich habe früher auch mal ein Ehepaar trainiert. Die waren beide relativ hoch angestellt. Der eine bei, wie heißt die Firma noch? Continental in Frankfurt. Und sie war bei... Oder irgendeinen Energiekonzern. Und die waren beide in relativ hohen Positionen und die haben eigentlich 24 Stunden auch gearbeitet. So. Da sage ich, Bro, so, warum machst du dich nicht selbstständig? Du steckst eigentlich dein ganzes Leben in eine Firma rein. So 24 Stunden vernachlässigst sogar deine Kinder etc. dafür. Warum steckst du das Ganze nicht einfach in deine Firma rein oder in irgendwas Selbstständiges, wo dann auch später deine Kinder von leben können? Wo deine Familie was mit anfangen kann. So. Das werde ich nie verstehen, wie Leute ihr ganzes Leben opfern für jemanden, der dann oben sitzt und die ganze Kohle dann einheimst. So. Weißt du, ich kann das nicht nachvollziehen als Mensch einfach so. Aber es ist auch eine Perspektivensache. Also wenn du schon so viel reinsteckst, Digga, dann steck es in dich rein. Davon bin ich überzeugt. Da hängt nochmal so viel mehr Verantwortungsbewusstsein dran. Deutschland ist kein gutes Land für sowas. Gesetze sind eher für Konzerne gemacht. Ja, Bro, aber du musst halt wissen, was du für dein Leben willst, für deine Zukunft willst, für deine Familie willst, Bruder. Und ich weiß nicht, Digga, einfach egoistisch denken und so nur an sich selbst denken, sich selbst abzusichern. Bruder, ich denke halt an Generationen noch danach, Bruder. So. Also mein Ziel ist schon, irgendwas aufzubauen, wo meine Kinder dann auch einfach sagen, so einfach machen können, was die gerade Lust haben, weißt du, worauf die Bock haben. Machst du Essen immer selber oder draußen öfter, Bro? Öfters selber, Bruder. Leon, I love you, no homo. I love you too, man. Mit einem Job ist man wenigstens abgesichert. Welcome to Germany. Absicher it out, Bruder. Sicher ist nix. Außer der Tod. Ich arbeite im Hafen in 3 Schichten, bin verheiratet und habe 3 Söhne. Verdiene gutes Geld, aber Zeit und Körper leiden leider sehr. Selbstständigkeit bei der Lebenssituation keine Option, leider. Ja, Bro, fühle ich auf jeden Fall. Mein Onkel ist zum Beispiel, arbeitet auch in 3 Schicht, hat Frau und 2 Kinder. Ja,
aber ich sehe es ja, ich sehe es doch an seiner, an wie sich das, weißt du, was ich meine? Ich sehe doch, wie sich das äußert, Bruder. Wenn du einfach nicht glücklich bist mit dem, was du machst, wenn es nicht dein Ding ist, deine Bestimmung ist, deine Liebe im Leben ist, Bruder, dann wirst du abgefuckt, Digga. Und ich merke das so. Immer schlechter gelaunt, immer weniger gute Vibes, Bruder. Immer so negativ eingestellt, so. Was denkst du, woran es liegt, Digga? Denkst du echt, dass wenn du ein Leben lang einen Job machst, der dir eigentlich nicht gefällt, auf den du eigentlich am liebsten scheißen würdest, so, denkst du, das tut dir gut für deine Psyche, für dein Mindset, für deine Seele, für dein Inneres? Und was denkst du, was dann passiert, Bruder? Denkst du, du bist dann noch cool mit deiner Familie? Also denkst du nicht, du könntest denen bessere Vibes geben, wenn du einfach glücklich bist, Bruder? Das erste Augenmerk sollte nicht auf dem Geld liegen, so. Wenn du das machst, was du liebst, Bruder, dann bist du glücklich. Dann sind die Menschen um dich herum glücklich und dann verdienst du auch Geld, Bruder. Das kommt von alleine. Wenn du dich traust, deiner Bestimmung und deinem Herzen zu folgen, dann kommt der Rest von alleine. So. Ich lag so oft schon am Boden, aber es ist noch nie passiert, dass ich nicht mehr weitermachen konnte. Es kam immer irgendwo die Motivation oder der Segen zurück und ich habe immer geschafft zu leben, Digga, so. Und ich bin immer auf einem gewissen Glücklichkeitslevel, welches ich nicht hätte, wenn ich was machen würde, was mich nicht erfüllen würde, so. Weißt du? Ich glaube tief und fest daran, wenn du deinem Herzen folgst, deiner Bestimmung folgst, ein guter Mensch bist, dann werden dir gute Dinge widerfahren. Facts. Marok Gauner, ich denke, wenn man für eine Firma arbeitet, dann ist die Anerkennung dahinter eine andere. Auch was zu sagen haben und ernst genommen werden. Ich danke dir für die 5 Euro, Bruder. Ich habe jetzt die Frage oder das Statement nicht so richtig verstanden, Bro. Es gibt keinen Job, wo du jeden Tag aufstehst und denkst, geil, endlich arbeiten. Es gibt keinen Job, wo du jeden Tag aufstehst und denkst, geil, endlich arbeiten. Bro, mindset it out, man.